Wahlkampf 2014 in Hagen. Wir hören auf der sogenannten Wahlkampfmeile auf der Hagener Fußgängerzone. Für Sie bei den Parteien einmal rein. So, wer natürlich auch an diesem Samstag unterwegs ist, um Bürgergespräche zu führen, um letztendlich auch sein Programm als zukünftiger Oberbürgermeister rüberzubringen, das ist Erik O. Schulz. Wie ist die Resonanz im Moment? Also es ist natürlich für mich eine ungewöhnliche Situation, jetzt auch zwischen drei Parteiständen mittendrin als parteiloser Wahlkampf zu machen. Ich habe unglaublich viele Gespräche heute geführt. Die Resonanz ist überwiegend sehr positiv. Die Leute kennen entweder aus der Presse schon die Besonderheit meiner Kandidatur, meiner parteilosen Kandidatur. Viele sind auch im direkten Gespräch mit sehr konkreten Sachen natürlich unterwegs, haben ganz konkrete Anliegen, wollen aber, glaube ich, doch überwiegend auch erstmal noch den Menschen Erik Schulz kennenlernen. Und das macht Spaß und ja, ich glaube, es ist gut, tatsächlich nicht nur in Podiumsdiskussionen zu gehen und zu Veranstaltungen zu gehen, sondern tatsächlich auch Wahlkampf auf der Straße zu machen. Sehr viel Arbeit jetzt nicht nur an den Wochenenden, an den Samstagen hier auf der Wahlkampfmeile. Wie kriegt man das da als Berufstätiger? Wir sagen es ja ganz einfach, es ist ja auch bekannt als Geschäftsführer der Agentur Marx, so übereinander mit der ganzen Arbeit. Also das geht natürlich nur, indem man viel Urlaub einsetzt. Und ich werde jetzt in der Endphase auch das vollends auf Urlaub umstellen. Aber ich will gar nicht darüber jammern. Wenn man Oberbürgermeister werden will, kann man nicht über Terminstress jammern. Ich will ja auch mit vielen Menschen ins Gespräch kommen, will zuhören, will mir Positionen anhören, will mir Wünsche, Bedürfnisse, auch Klagen anhören. Insofern, sage ich mal, ist es im Moment viel, klar. Der Tag ist von morgens bis abends in irgendeiner Weise mit Terminen gefüllt und auch am Wochenende. Aber es ist eine unheimlich spannende Zeit, weil man viele, viele neue Menschen kennenlernt. Menschen, die ganz unterschiedlich zu dieser Stadt stehen, aber ganz überwiegend übrigens viel positiver zu Hagen stehen, als wir das bisweilen meinen. Schulz beschränkt sich nicht nur auf die Wahlkampfstände der Parteien, die ihn nominiert haben, sondern geht auch ruhig offen zu den anderen, oder? Ja, ich war gerade bei den Piraten und habe da übrigens die Woche auch mal einen Abend verbracht, weil ich nochmal sage, ich bin zwar von vier Parteien aufgestellt und damit sind das natürlich erstmal meine Unterstützer, die mich tragen, aber die Idee der parteilosen Kandidatur Erik Schulz ist ja die, alle Parteien wieder in diesen Dialog reinzubekommen, um die Herausforderung von Hagen zu lösen. Und da kann man jedenfalls nach meiner Auffassung nicht sagen, CDU, Grüne, FDP, und Bürger für Hagen sind jetzt meine politischen Freunde und das andere sind meine politischen Wettbewerber. Ich bin kein Pirat, natürlich nicht, aber ich habe die ein oder andere vernünftige Idee auch bei den Piraten vernommen und es geht nochmal darum, mehr Gemeinsamkeiten auch über Parteigrenzen hinweg zu organisieren. Ich wüsste nicht, warum ich nicht mit den übrigen politischen Kräften, dasselbe gilt übrigens für Hagen aktiv, auch in einen engen Dialog treten sollte. Gibt es denn auch irgendwelche Resonanzen jetzt? Das ist ja kein Geheimnis von alten Parteigenossen aus der SPD, die beispielsweise auch heute hier auf der Wahlkampfmeile sind und mit Sicherheit auch noch den Kontakt suchen, oder? Ja, ich war ganz überrascht. Ich habe mindestens ein Dutzend Gespräche gerade mit Menschen gesprochen, mit denen ich jahrelang Politik in der SPD gemacht habe. Und auch da gibt es viele, das sind natürlich dann auch die, die mich ansprechen, die erstaunlich hohe Zustimmung signalisieren, bis hin auch zu ganz persönlichen Zustimmungsbekundungen. Also ich war überrascht über die doch auch erkennbare Zustimmung, die ich aus der SPD bekomme. Und die hat natürlich, das sagen die Menschen auch offen und das sage ich auch offen, natürlich auch mit dem aktuellen Zustand der Hagener SPD zu tun. Das sind nicht alles Menschen, die uneingeschränkt vielleicht meine Entscheidung mittragen, aber die schon häufig auch den Kopf schütteln über das, was in der Hagener SPD derzeit passiert.